Ja, also wir haben ja gehört, die Uni stand ja schon mal vor der Situation, drastische Einsparungen durchführen zu müssen. Diese waren damals sogar noch viel höher als die jetzigen. Und Professor Kusma hat ja auch erklärt, dass das damals möglich war, durch eine ja, ausgiebige Diskussion, ohne dass eine ganze Fakultät gekürzt wurde. Wie kann das sein, dass das damals bei noch viel höheren Summen möglich war und jetzt es heißt, okay, wir streichen Fakultät 1? Ja, also was er im Prinzip gemacht hat, ist, er hat so gesagt, ehrbarer Kaufmann, man geht mal wirklich die Bücher durch, man guckt mal genau, was möglich ist. Und er hat im Prinzip, wenn wir unsere Würfelchen nehmen und die Fakultät 1 wieder mal zurückbringen ins Spiel, was er gemacht hat, er hat aus jedem Würfelchen ein ganz kleines Stückchen rausgeschnitten, ja, und hat auf diese Situation, auf diese Art und Weise. Mikro ist ein Problem. Gut, dann mache ich nochmal. Also er hat aus jedem Würfelchen ein Stückchen rausgeschnitten. Und die Logik, die da dahinter steht, ist also erstens, man kann das verteilen. Es ist immer noch Luft in Systemen gewesen, sodass man nicht abbauen konnte. Und das Interessante, was ja auch gesagt wurde, ist, insgesamt 35% mehr Budget für die Gesamtuni, während gerade das Würfelchen 1 konstant geblieben Ja, ist. Das das heißt, wir stimmt. sind nicht nur diejenigen, die am preiswertesten produzieren, wir waren auch die sparsamsten über viele Jahre. Und so gesehen ist das, was wir hier vom Wissenschaftsrat sehen, zumindest diskutierbar, um es ganz neutral auszudrücken. Ja, das ist wirklich sehr neutral. Übrigens, vielleicht noch ein Hinweis, wenn ich mal kurz auch in die Kamera was sagen darf. Also wir haben Folgendes. Wir haben heute auch mal so Stichworte an die Wand geschrieben, die werden gleich nochmal gezeigt. Und wir werden nachher noch alle Filme, wenn ich es richtig verstanden habe, Ja. alle Gesprächspartner noch einmal komplett ins Internet stellen, sodass man die ganzen Ausführungen noch mal komplett einzeln, auch im Stück und ungeschnitten, sich Das angucken wird kann. morgen passieren, genau. Okay, das zu diesem Teil. Genau. Was wollen wir jetzt besprechen? Ja, das ist die Frage. Also, was mich interessiert, ist auch vor allem ein bisschen das Thema Business School. Als ich das gehört habe, ich dachte, ach, Business School, das hört sich ja an sich gar nicht so schlimm an. Ja, bis wir uns wirklich mal genauer damit auseinandergesetzt haben, dass auch wenn das Wort sich schön und modern anhört, das vielleicht für einige Studenten gar nicht so viele Vorteile bringen Ja, würde. das ist genau der springende Punkt. Also wir werden, also die Pointe hebe ich mir nochmal auf für nachher, Okay. weil dann fangen wir an, Mensch, ärgere dich nicht zu spielen. Also Sie sehen ja hier schon, wir haben einiges vorbereitet. OrgaTV hat keine Mühen und Kosten Nein, gescheut, jetzt Mensch, nein. ärgere dich Figuren zu organisieren. Aber wir sollten jetzt mal kurz dem Mythos der Business School nachgehen. Ich würde vorschlagen, wir fangen jetzt mal an mit unseren Modellen und gucken uns dann erst die Filme an. Okay. Weil das Interessante ist nämlich, hinter dem Wort Business School verbergen sich völlig unterschiedliche Konzepte. Und das wollen wir uns jetzt mal im Detail angucken. Fangen wir mal an mit dem großen Modell. Okay. Genau. Hier. Wie mache ich das jetzt, dass das irgendwie hier ins Bild kommt? Das stellen wir mal hier hin. So, tun wir unsere Fakultät mal ein bisschen zur Seite Ja. schieben. So. Das ist das, was sich jeder, wovon jeder träumt, wenn er von einer Business School spricht. Das hier ist in dem Fall Harvard Business School, eine wunderschöne amerikanische Business School. Ich glaube, der Etat der Business School ist größer als vom Saarland. Ja. Also das ist eine Rieseninstitution und da träumt jeder Student. Also die Idee, also fast jeder, die meisten wollen natürlich Universität Saarlandes, aber an zweiter Stelle Natürlich, ist dann zweite wirklich die Harvard Business Priorität. School. Das heißt, hier ist das Modell wirklich American Business School. Ist Modell 1, auch das ist eine Business School. Dann haben wir nochmal ein Modell. Das ist jetzt ganz was anderes. Dieses Modell hier, wir haben es draufgeschrieben, ist eine sogenannte Professional School. Über die Schreibweise kann man noch diskutieren, aber es ist eine Professional School. Professional School bedeutet eine Ausbildungseinrichtung, die ganz spezifische Interessen der Wirtschaft bedient. Ja, da werden also Leute ausgebildet, die vielleicht Buchführung können oder Personalabrechnung oder derartige Dinge auf einem intellektuell nicht so besonders anspruchsvollen Niveau, weil man ja auch glaubt, dass die Wirtschaft das gar nicht will. Wohlgemerkt, man glaubt es, dass sie das gar nicht wollen. Diese Professional Schools. Höher Ausgebildete. Also Man höher glaubt, Ausgebildete. dass dieses Level reicht. Okay. Das ist ja auch, was der Wissenschaftsrat sagt. Für das Saarland reicht dieses Niveau. Okay, Ja, das also steht wir da haben keine drin. hohen Ansprüche Mehr braucht hier. man gar nicht. Ein kleines Okay, Saarland reicht, genügsam. Fachhochschule Ja. etc. Also so gesehen, das sagt Wissenschaftsrat. Ja. Ja? Sagen nicht wir. Würden wir Ja. nie tun. So, und dann gibt es noch ein drittes Modell. Gerne. Das ist das, was wir. Bringen Ist Sie es ruhig her. dieses? Ja, Ich das war ist mir nicht dieses. ganz Nein, sicher. das ist das Modell Auffanggesellschaft.
Das Modell bedeutet, dass wir irgendwelche Reste aus der Uni und irgendwelche Reste aus der HTW, die beide für sich alleine vielleicht nicht lebensfähig sind, zusammenpacken, noch ein bisschen kleiner machen und hoffen, dass es irgendwie funktioniert. Nach dem Motto, Hauptsache es hat sich irgendwie gelohnt, das Abitur zu haben, man kann irgendwas damit machen. Ja, und ist auch vielleicht billig, weil etc. Und damit sind wir auch genau bei dem Punkt, dass diese drei Modelle, die werden alle Business School genannt. Ja. American Business School, Professional School, Auffanggesellschaft. Aber dann ist ja alles super, dann machen wir einfach in Saarland eine Harvard Business School. Genau. Und dann sind wir glücklich. Dafür. Wir hätten auch jemanden, der das mag. Ja. Geben Sie mal ein kleines Kärtchen mehr her. Wer will das alles? Okay. Geben Sie mal alle drei Kärtchen her, bitte. Ja. Können wir mal ein bisschen hier spielen. So, also, wo glauben Sie denn, das ist die Karte der Studenten? Ja. Welche von den drei Modellen glauben Sie, wollen denn die Studenten? Ja, das ist dann die Harvard Business School. Das die Studenten wollen die Harvard Business School. Jeder will Harvard Business School. Ja. Strike. Kann ich nachvollziehen. Ja. Schöne Schule. Kann ich nur empfehlen. So, dann habe ich hier die Industrie- und Handelskammer. Ja, na, die geht ja davon aus, dass wir das im Saarland eigentlich. Ja, die geht, die Wirtschaft zu vertreten. Ja. Das heißt, Herr Girsch würde durchaus gerne diese Professional School haben wollen, weil, wie gesagt, ähnlich wie der Wissenschaftsrat, es reicht. Ja, und wenn wir jetzt mal ganz böse sind, wir müssen das ja irgendwie fortführen und sagen, unsere Landesregierung will nur sparen, würde ich sagen, bei aller Bescheidenheit. Setzen wir die dorthin, sodass sie gerade nicht in der Kamera ist. So, der nächste Punkt ist, also Sie haben es gesagt, Kosten. Damit haben wir auch Kärtchen vorbereitet. Ja. Was kosten die denn eigentlich? Wir haben jetzt mal einen ganz niedrigen Betrag angesetzt und der besagt, eine Business School, um die zu starten, brauche ich mindestens mal 30 Millionen, um überhaupt anzufangen. Mhm. Das ist so die Startbasis, ohne der geht es gar nicht. Für eine Professional School brauche ich auch erstmal viel Geld. Okay. Nicht so viel, aber 7. Ja, und selbst die Auffanggesellschaft muss erstmal gebaut werden. Ja. Also das Auffangbecken bedeutet 2 Millionen. Und dann kommen noch laufende Kosten dazu, die je nach Modell sehr hoch, hoch oder niedrig sind. Und wie viel möchte der Aufsichtsrat einsparen? Der Wissenschaftsrat? Wissenschaftsrat? Ja, das ist interessant. Das sagt er gar nicht so genau. Okay. Aber er würde gern einige Millionen einsparen. Mhm. Das heißt, egal was es ist, die einigen Millionen werden nicht eingespart, es wird eh teurer werden. Okay. Und genau das Makabere, eigentlich schreien alle drei, ja, wir wollen eine Business School. Ja. Die Studenten träumen hiervon. Mhm. Die IHK träumt hiervon. Ja. Und ich weiß es nicht, vielleicht der Finanzminister von diesem Modell. Aus dem finanziellen Aspekt gesehen, ja. Gut, schauen wir uns Ihre Filme mal an. Ja, genau. Also wir haben natürlich dann auch unsere Professoren, aber auch den Professor von der HTW und auch jemanden aus der Wirtschaft gefragt, was ist genau diese Business School, was wird sich davon erhofft und welche Konsequenzen könnte das auch haben? Das Profil der Business School wird nicht klar sein, nach welchem Konzept wird es durchgeführt. Wird es ein universitäres Lehrkonzept werden oder wird es ein Fachhochschulkonzept werden? Die Konsequenzen sind, dass die Studierenden wahrscheinlich nicht mehr kommen werden. Die Studierenden, die ja an einer Universität studieren wollen, die Studenten können durchaus differenzieren, an welchem Hochschultyp sie studieren wollen. Wir werden keinen akademischen Nachwuchs mehr bekommen und in ein paar Jahren wird der universitäre Teil dieser Business School verschwinden, sodass letztendlich ein fachhochschulorientierter Teil dieser Business School übrig bleiben wird. Der Ruf der Universität der Saarbrücken wird dadurch geschädigt. Der tolle Name Business School soll wahrscheinlich nur ein paar Studenten begeistern, die dann halt sich denken, wow, Business School, wie die Harvard Business School, ist da was Tolles? Gut, also der Name ist ja sehr wohlklingend, der Business School. Man muss allerdings schauen, was wirklich hinter diesem Konzept steckt. Und nach Formulierung des Wissenschaftsrates beinhaltet er eine Zusammenführung. Man könnte das auch etwas dramatischer betrachten als Vermengung von verschiedenen Ausbildungskonzepten, nämlich eine Zusammenführung von der HTW als Fachhochschule und der Wirtschaftswissenschaft, der Abteilung Wirtschaftswissenschaft an der Universität des Saarlandes. Effektiv bedeutet das letztlich ein Konzept, das vor 10 Jahren abgeschafft wurde, denn das entspricht dem bekannten Gesamthochschulkonzept. Wir lehnen das auch aus diesem Grunde ab, weil es mit dem, was üblicherweise unter einer Business School verstanden wird, zum Beispiel der Universität Mannheim,
da die Fakultät für die betriebswirtschaftliche Fakultät nichts gemein hat. Ich habe selbst nicht an einer Fachhochschule, sondern an einer Gesamthochschule studiert. Und das, was hier geplant wird, ist eine Art Gesamthochschule. Und aus eigener Erfahrung als Studentin kann ich sagen, dass ein solches Konzept nicht gut geht. Und da gab es sogenannte A-Professoren und die B-Professoren. Die A-Professoren, das waren die Professoren mit Promotionsrecht und die einen universitären Hintergrund hatten. Die B-Professoren waren die Fachhochschulprofessoren. Diese Fachhochschulprofessoren waren auch nicht glücklich mit der Bezeichnung B-Professor, weil man damit auch 1B-Ware automatisch assoziierte. Was das Thema der Business Schools angeht und der insofern gemachten Vorschläge, so denke ich mal, ist der Vorschlag auf alle Fälle zu diskutieren und sollte nicht von vornherein vom Tisch gewischt werden. Jedoch sollte man darauf achten, dass man, wenn man sich in einen Wettbewerb beispielsweise mit Business Schools der Universität Mannheim oder anderer begibt, dass man da hohe Ansprüche hat und dass man sehen muss, dass man sich in diesem Umfeld natürlich auch behaupten muss am Ende des Tages. Hier geht es darum, eine Fusion durchzuführen zwischen der Fachhochschule und der Universität. Und eine solche Fusion halte ich für, einfach gelinde gesagt, für vollkommenen Humbug, weil nämlich die Fachhochschule und die Universität vollkommen andere Ausbildungsziele haben. Ich finde die Diskussion mit diesem Begriff der Business School zunächst mal etwas unglücklich, weil es, so wie ich das Gutachten auch verstehe, zunächst einmal darum geht, zu überlegen, ob es Potenzial für eine Zusammenarbeit gibt zwischen HTW und Uni im Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Dass man da schon direkt diesen Begriff Business School nutzt, der verschiedentlich interpretiert wird und auch verschiedentlich gelebt wird, wenn man Vergleiche zu anderen Einrichtungen sieht, finde ich, nimmt schon sehr viel vorweg, was eigentlich noch gar nicht besprochen oder diskutiert ist. Inwieweit universitär insgesamt Einsparmöglichkeiten schnell greifen, wird man sehen müssen. Ein universitäres Gebilde verfügt über große Remanenzkosten, sodass auch kurzfristig ergriffene Maßnahmen, die zum sofortigen Rückgang der Studierendenzahlen führen, nicht unmittelbar finanzielle Ergebniswirkungen zeigt. Man wird also vor der Finanzierungsfrage stehen, wie ein Rückbau der Universität trotz gleichbleibender Fixkostenbeträge handhabbar sein wird. Wer sich, wie ich, für diese Universität wirklich eingebracht hat und vor 10 Jahren auch als Vizepräsident für Planung und Strategie, der empfindet es schon als besondere intellektuelle Leistung, die Umwandlung eines Leuchtturms in eine Turmleuchte als Rettungsweste und Rettungslicht vorzuschlagen. Wer einen Leuchtturm in eine Turmleuchte verwandelt, wird sich nicht wundern dürfen, wenn das Schiff auf ein Riff läuft. Es wird unvermeidlich sein.